Hey Leute und willkommen zu der Torwartkarriere in FIFA 19. Jawohl, wir machen natürlich in FIFA 19 auch wieder wie in FIFA 18 eine Torwartkarriere. Werden sie dieses Jahr länger machen als letztes Jahr? Dieses Jahr sollte das auf jeden Fall super klar gehen. Ich habe mir schon einen Verein ausgesucht, den werde ich euch natürlich nicht verraten. Aber wir nehmen auf jeden Fall die 3 Erhöhung aller Attribute. Ja, das muss sein. Ganz kurz vorweg, ich habe natürlich noch eine Trainerkarriere zu FIFA gestartet, rechts oben beim i die erste Folge verlinkt. Und ja, in PES habe ich natürlich auch viel gemacht. In der Trainerkarriere Folge habe ich da ganz, ganz viel gelabert, dass wir noch eine Koop-Karriere machen und bla bla bla. Also guckt in der Trainerkarriere, guckt die Trainerkarriere Folge mal an, guckt in der Trainerkarriere Folge vorbei, dann wisst ihr auf jeden Fall alles. Was ich sagen kann, wer neu auf meinem Kanal ist, ich würde mich natürlich über ein Abo freuen. Das ist freiwillig, kostenlos und ihr bleibt auf dem neuesten Stand. Heißt, ich werde natürlich ganz, ganz viele Videos zu FIFA 19 machen, aber auch zu PES, aber auch noch weiterhin F1 zu 18 mit Jan eben zusammen und was auch immer auf FIFA kommt mit Jan und bla bla bla. Jan werden ja einige kennen, die ja auch die Torwartkarriere bei ihm gucken. Ich mache sowas auch, Leute, also unbedingt hier auch den Channel abonnieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir gehen in die zweite Bundesliga. Ja, nicht dritte Bundesliga, die zweite Bundesliga wird es sein. Und ja, wen gibt es denn in der zweiten Bundesliga, wohin der Mike jetzt gehen könnte? Leute, die schon länger bei mir zugucken, wissen wahrscheinlich, dass es Greuther Fürth sein wird. Denn ich wohne in der Nähe von Fürth und ich bekomme ab und zu Karten für Fürth ja, zur Verfügung gestellt und dann gehe ich da mal hin und deswegen werde ich jetzt Fürth nehmen. Ich bin absolut kein Fürth-Fan, also ich finde die Mannschaft nicht schlecht oder so, aber ich finde jetzt auch nicht so, dass man sagt, boah, ich bin Fürth-Fan, oh mein Gott und ja, also nee, das auf jeden Fall nicht. Wir werden für die Torwartkarriere einfach mal den Schwierigkeitsgrad ultimativ ausprobieren, denn ich bin ja nur den Torwart, ich spiele ja nur den Torwart. In der Trainerkarriere habe ich das auf Weltklasse mal gelassen, aber hier, wie gesagt, spiele ich nur den Torwart und wir stellen die Halbzeitlänge runter auf 4 Minuten, damit das ein bisschen schneller durchrattert, denn wenn wir nur den Torwart spielen, wird das dann ein bisschen langweilig und zieht sich dann wirklich hin. Das Sommertransferfenster deaktivieren wir und natürlich aktuelle Mannschaften im Court Lane Stadion. Keine Ahnung, das Richtige ist auf jeden Fall nicht dabei, aber das machen wir auf jeden Fall mal und wir erstellen uns natürlich unseren eigenen Pro. Das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns, wenn ich fertig bin. So Leute, Spieler ist fertig erstellt, hier Michael Mike bei Greuther Fürth als Torwart und ich habe jetzt schon ein paar Sachen eingestellt, die ich einstellen kann. Ich kann leider nicht komplett alles einstellen, da müssen wir erstmal ein, zwei Spiele machen, das ist immer so ultra nervig. Aber ja, ist okay. Ich würde sagen, wir haben natürlich ein Vorbereitungsturnier und wir haben auch Training. Wir werden Training direkt mal starten. Ihr könnt super gerne mal rechts oben am i abstimmen, ich würde mich echt mega mega freuen, wenn ihr abstimmt. Ob ich das Training komplett zeigen soll, ob ich das Training in Zeitraffer zeigen soll oder rausschneiden soll. Ich will es unbedingt selber machen, ja. Also ich werde das Training auf jeden Fall selber machen. Aber ihr könnt, wie gesagt, abstimmen, ob ich das dann halt eben, ja, zeige in Zeitraffer oder komplett oder ob ich es einfach rauscutte und euch die Ergebnisse am Ende einfach zeige, wie gut oder schlecht ich war. Das könnt ihr auf jeden Fall entscheiden. Jetzt in der ersten Folge, die erste Folge wird sowieso immer ein bisschen länger als die darauf folgenden Folgen. Da werde ich es euch jetzt komplett zeigen, um einfach mal ein bisschen reinzukommen, dass ihr auch seht, auf welchem Stand ich ungefähr bin. Ja, wir gucken uns das einfach mal an. Haben ja schon ein paar gehalten hier. Das kann man ja auf jeden Fall mal machen. Sobald er an den Pfosten schießt, kriege ich auch 200 Punkte. Da trifft er jetzt wieder. Aber wir haben auf jeden Fall ein A. Das ist sehr gut. Nächste Einheit. So, es gibt jetzt auch wieder Abwürfe, Torwartabwürfe. Das gab es zu FIFA 18 nicht, glaube ich. Also, soweit ich weiß, haben wir zählt das jetzt oder was? Wie wird das gewertet, hä? Abwurf, richtiger Abwurf? The fuck? Abschlag, richtiger Abschlag.
Okay, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Wir machen mal einen richtigen Abwurf. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Richtiger Abstoß, richtiger Abwurf. Okay, aber das gab's auf jeden Fall nicht. Also zu FIFA 18 haben wir immer die Übung, was ich jetzt als erste Übung gemacht habe, gemacht. Und wir haben Flanken abfangen gemacht. Das hier allerdings nicht. Also das gab's zu FIFA 17, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Aber da habe ich schon, zu FIFA 18 habe ich schon gesagt, dass es das irgendwie nicht mehr gibt. Warum auch immer. Ja, was jetzt der Unterschied zwischen Abschlag und richtiger Abschlag ist, I don't know. Auf jeden Fall ballern wir ein paar Bälle ordentlich ins Aus. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Komm, ich will Punkte. Ich brauche wenigstens ein B. Das wäre schon mal mega geil. B haben wir jetzt schon mal, komm. Wenn wir den jetzt noch gut anbringen, das könnte sogar was werden. Yo, wir haben ein A. Das ist sogar was geworden. Mega cool. Okay, direkter Freistoß, Neuling. Das hat jetzt allerdings nichts mehr mit, also bisher, ich zeige euch das jetzt heute trotzdem mal. Bisher habe ich es immer so gemacht, bei FIFA 18 zumindest, dass ich euch die Torwartübungen gezeigt habe. Also eben jetzt hier in dem Fall die ersten zwei. Und dann das hier eben rausgeschnitten habe. Das Freistoß und Elfmeter-Ding habe ich immer rausgeschnitten. Das lasse ich jetzt heute drin. Also das könnt ihr, wie gesagt, abstimmen. Ob ich das drin lassen soll, ob ich nur die Torwartübung zeigen soll, komplett alles. Oder, ja, wie gesagt, stimmt einfach ab, was euch da gefällt. Wenn ihr das jetzt nicht sehen wollt, wie ich die Übung mache, wenn ihr direkt zum Spiel überspringen wollt, könnt ihr das ja einfach machen. Könnt ihr einfach vorklicken, das wisst ihr ja. Machen die meisten sowieso immer. Oh ja, okay, wir haben ein Exzellent, das passt. Kann ich eigentlich direkt aufhören. Junge, wir werden hier ein ultra krasser Freistoßschütze. Ja, aber wir wollen natürlich solche Sachen natürlich auch üben. Vor allem Elfmeter, was jetzt eben kommt. Freistöße kann man mal mitnehmen. Aber vor allem Elfmeter ist gar nicht so schlecht, das zu üben. Ja, stell euch mal vor, Elfmeterschießen. Und wir müssen halt einen Elfmeter schießen, warum auch immer. Wir halten gar keinen, der Gegner haut auch alle rein, beziehungsweise der gegnerische Torwart hält halt keinen. Ja, dann müssen wir einen Elfmeter schießen und stellen uns gerade so an wie jetzt eben. Das ist natürlich extrem scheiße. Der muss dann schon, ja, machbar sein. Also, dass er wenigstens der Torwart nicht so scheiße ist, dass man fast gar keine Chance hat zu treffen. Ja, deswegen die Attribute dadurch, dass man das eben übt, ein bisschen auf Vordermann bringen und dann passt die Sache. Ich schieße auch fast immer rechts, wie man gerade merkt. Können auch mal links schießen und ich schieße fast immer flach. Fast immer flach und fast immer rechts. Ja gut, aber wir haben viermal ein A erzielt. Das ist mega, mega nice. Ja, und da sehen wir hier, Freistoß, Effet und so geht auf jeden Fall deutlich besser hoch, schneller hoch als eben Voreinstellung. Kann ich das als Voreinstellung machen? Ich schreibe einfach mal Voreinstellung Training. Machen wir das einfach so. Okay, das lassen wir als Voreinstellung drin und beenden das Training. Ja, das geht natürlich deutlich schneller hoch als die Torwartübung. Lange genug gelabert. Wir sind hoffentlich in der Startaufstellung und dürfen hoffentlich mal unser erstes Spiel hier machen. Jupp, stehst in der Startformation und wir müssen uns jetzt beweisen, dass wir eben ja, gut sind. Dann heißt es nämlich, dass wir auch weiterhin in der Liga spielen dürfen. Und das ist ja das Ziel. Wir haben eine 70er Bewertung, eigentlich voll gut für Fürth. Wahrscheinlich, weil die Attribute eh alles um 3 nach oben sind. Ja, wir spielen nur den Torwart und ja, let's go. So, unser allererstes Spiel Fürth gegen Nordköping, keine Ahnung, habe ich noch nie gegen die gespielt, habe auch noch nie was von denen richtig gehört. So, wie gesagt, wir sind nur der Torhüter und ja, wir müssen, glaube ich, noch irgendwas umstellen in den Einstellungen. Da gucke ich jetzt mal kurz rein. Spieleinstellungen.
Also wenn ihr wissen wollt, ich stelle immer bei der CPU die Schusshärte runter. Hier haben wir die Schusshärte, die stelle ich immer so auf 35 oder so. Das ist auf jeden Fall okay. Den Le Rest lassen wir jetzt einfach mal so. Mal gucken, das kann man natürlich dann verändern im Laufe des Spiels, aber ja, mal gucken. Und natürlich deaktivieren wir die Paradenhilfe. Ich hoffe, das kriege ich selber einfach hin, aber da kann man einfach besser mitarbeiten. Ja, ansonsten habe ich hier auch gar nichts umgestellt, also passt schon. Und ja, ich hoffe, dass wir gut abschneiden. Die Junge, die kommen ja schon zum zweiten Mal. Und da können wir den ersten Ball festhalten. So, das ist natürlich cool, wenn wir direkt einen halten können. Wir probieren mal den da hinten anzuspielen. Hat leider nicht ganz geklappt, aber naja. Einen direkt schon mal festgehalten, war jetzt nichts Schwieriges, aber das motiviert einen natürlich. So, da kriegen wir wieder den Ball und hauen ihn ins Aus. Ja moin, direkt minus 0,2 bekommen. Alter, direkt die Wertung um minus 0,2 gesenkt. Einfach mal den Ball ins Ausgehauen. Also Abstoß muss ich mit meinem Torwart auf jeden Fall nochmal üben. Das kann er noch nicht so gut. Oh cool. Alter, das sehe ich erst jetzt. Okay, das ist übrigens das Fürther Stadion, nicht das echte. Das echte habe ich schon mal auf Instagram gepostet. Hier können wir übrigens unseren nächsten Ball festhalten. Wir werfen jetzt einfach nur so ab, weil da bin ich sicher, dass er ankommt. Das ist jetzt aber das Stadion hier in FIFA, aber es gibt das echte nicht hier. Schade, leider nicht. Aber die Fans haben gerade eine Laola-Welle gemacht. Junge, das gab es für FIFA 18, glaube ich, nicht. Niemals. Man hat es leider nicht ganz im Bild gehabt. Ah, siehst du da? Jetzt nochmal. Sie machen es nochmal. Sie machen es nochmal. Cool. Richtig geil. Das finde ich echt cool. Da bin ich begeistert gerade. So, haben wir Ecke? Ja, haben wir Ecke. Ja, haben wir. So, dann gucken wir mal. Haben wir Ecke? Ja, wir haben sie sogar. Schön gehalten. Das war nicht verdammt gefährlich. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das? Eigentlich renne ich bei der Ecke so ein bisschen leicht raus immer. Oh, scheiße, war das knapp. Scheiße, war das knapp und scheiße, habe ich gut gehalten. Oh mein Gott, da habe ich richtig gut reagiert. Zum Glück haben wir den Torwart ein bisschen, ja, mit plus drei Attribute auf jeden gemacht. Weil ich laber gerade so ein scheiß Deutsch zusammen, ne? Aber zum Glück haben wir dem Torwart plus drei Attribute gegeben, das wollte ich sagen. Weil sonst hätte der keinen so krassen Reflex und dann hätten wir hier das 1-0 kassiert. Die Laola-Welle hier links schon wieder, ne? Okay, das ist ein bisschen viel Laola-Welle. Also ich fand's ganz cool, aber gerade übertreiben es die Fans so ein bisschen. Digga, what the fuck machen die? Alter. Fürth hat 100% Pässe, weil sie halt noch gar keinen gespielt haben, so gefühlt. Und da die nächste Chance, den können wir natürlich auch safe festhalten. Und da ist die Kamera ausgegangen. Hey, cool. So, Kamera wieder an, den konnten wir natürlich auch super festhalten. Bin ultra stolz, wie krass wir gerade sind. Also es ist echt cool, dass wir schon so viele halten. Klar, ist nur ein Spiel und so, aber das bockt natürlich, das motiviert. Und jetzt kommen die Fürther zum allerersten Mal! Und wie gefährlich! Wie gefährlich das Kleeblatt hier kommt! Komm, nochmal! Nochmal! Oh! Heieiei! Alter, die erste Chance von Fürth! Oder geht an die Latte? Alles klar. Das war die Parade von mir, die war echt nicht schlecht. Nach dieser Ecke, ich weiß nicht, ob der rein wäre, aber auch ganz gut. Und die andere war natürlich auch heftig. Mit diesem Reflex, dass ich da nochmal in die Mitte gesprungen bin. Also, ich mache meinen Job bisher ganz okay, würde ich sagen. Also, fünf Paraden in der ersten Halbzeit. Wenn nicht noch eine dazu kommt, weiß ich jetzt nicht. Aber fünf Paraden, ja, doch, fünf Paraden in der ersten Halbzeit. Direkt mal plus Dingens irgendwas bekommen. Ja, ist cool. Gefällt mir. Schade nur, dass die Fürther nicht so viel nach vorne zeigen. Also eine Chance hatten sie. Die war echt verdammt gefährlich. Aber, ja. Leider nicht drin, ne? Oh, Scheiße, haben wir da Glück gehabt.
Oh shit. Alter Falter. Da hatten wir nur Glück. Da wäre ich nie im Leben mehr hingekommen. Und hier eigentlich auch nicht. Also richtig Schwein, dass der nicht rein ist. Dass da der Pfosten war. Ja, was soll ich sagen? Also vielleicht muss man tatsächlich was umstellen. Ich gucke mir das nochmal ein bisschen an. Mach auch mal ein paar Testspiele für euch noch. Neben den Aufnahmen, also ohne dass ich aufnehme, eben ein paar Spiele. Damit ich das einfach mal ein bisschen abchecke, muss ich irgendwas an den Einstellungen verändern oder nicht? Weil so wie es jetzt aussieht, sollte ich eigentlich schon was verändern. Weil, ja, guck dir das mal an. Wir haben hier schon 6 Paraden oder so. Es kommt nur diese komische Mannschaft, deren Namen ich nicht mehr weiß, weil ich ihn schon vergessen habe. Und wir machen irgendwie gar nichts nach vorne. Ein Angriff. Das muss man vielleicht ein bisschen komprimieren, aber das gucke ich mir mal an und dann schauen wir mal weiter. Falls ihr da irgendwelche Erfahrungen schon habt oder Tipps, dann schreibt mir das auf jeden Fall rein. Tipps sind immer gern gesehen. Aber ja, ich, wie gesagt, gucke mir das an, dann mache ich das. Zack, da ist das erste Tor. Irgendwann kann ich dann auch nichts mehr machen. Tja. Das ist natürlich nicht so geil. Aber wie gesagt, das ist halt, muss man schon zugeben, dass ich eigentlich ganz gut gehalten habe bisher. Und ja, klar, hätte ich hier natürlich ein bisschen besser gestanden, dann hätte ich den auch gekickt. Aber wie gesagt, irgendwann kann ich dann auch nichts mehr machen. 64. Hollenberg mit dem 1:0. Jetzt vielleicht, komm! Jawohl, da ist das 1:1. Ich reiß mir fast die Kopfhörer raus. Ja moin. Aboubakar macht das 1:1. 2 Minuten später oder 3. 3 Minuten später, glaube ich. Kommt Fürth mit der direkten Antwort. Bisher nur eine Chance, das war jetzt die zweite. Und direkt das Tor. Ich habe meinen Controller rausgerissen. Alter, geil. Den Ball. In der Hoffnung, dass ich ihn irgendwo hinspiele, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Ball machen soll. Ich schieße ihn jetzt einfach mal vor, bevor ich hier noch irgendwas riskiere. Aber irgendwie tun sie sich nicht so anbieten. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch ein Tor kassieren. Das könnte mir nämlich blühen. Die geben schon wieder richtig Gas. Jawohl, hau ihn einfach mal weg. Das ist ganz in Ordnung. 1:1 wäre noch okay. Torschütze geht vom Feld. Dafür kommt Fabian Resse. Okay, komm. Aufpassen jetzt hier. Den haben wir. 7,2er Bewertung. Dabei wird es wohl bleiben. Ich hau den Ball einfach mal vor. Komm. Vielleicht kriegt er noch einen Angriff hin. Aber er hat ihn nicht gekriegt. Obwohl der Ball gar nicht so schlecht kam. Okay, nein. Bitte kein Tor kassieren. Einfach nur kein Tor. Er hat gerade schon abgezogen und er auch. Wow. Alter, puh. Eieiei. Nächste gute Parade. Sorry fürs Eigenlob, aber es ist halt einfach so. Was soll ich denn dazu sagen? Die ballern mir hier einen nach dem anderen aufs Tor. Und ich habe nur einen reingelassen. Das ist keine schlechte Leistung. Und da mein Akku schon blinkt, müssen wir jetzt ein bisschen hinne machen. 4 gefangene Bälle, 3 pariert. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Läuft. So, Ronaldo ist hier am Bälle hochhalten. Ich habe die Kamera, den Kameraakku kurz gewechselt. Also hoffentlich ist da jetzt nichts verschoben. Aber das soll ja auf jeden Fall passen. Trotz alledem werden wir jetzt ein bisschen hinne machen hier. Training brauchen wir nicht, weil dafür haben wir eh keine Zeit. Wir stehen wieder in der Startaufstellung hier gegen Abanden. Und das Spiel werden wir jetzt machen. Let's go. So, das nächste Spiel und diese Position hier. Alter, sieht das cool aus. Okay, das ist ein cooles Thumbnail. Mal gucken, ob ich das nehme. Ist auf jeden Fall sexy gewesen. Hier mit der Beleuchtung. Die ballert rein. Sieht gar nicht so scheiße aus hier. Bisschen übertrieben die Sonne vielleicht, aber sieht gar nicht so schlimm aus. Kann man mal machen. Und ja. Mal gucken, wie das im heutigen Spiel abläuft. Vielleicht ist der Gegner nochmal ein bisschen schwächer. Vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker. Keine Ahnung. Und ja, mal gucken, wie viel ich heute zu tun bekomme, wie viel ich heute tatsächlich dann auch halten kann.
in diesem Spiel hier, wisst ihr Bescheid. Jawohl! Sauer macht das 1:0 für die Fürther. Yes! Das ist mega cool. Für alle, die das Prinzip der Torwartkarriere noch nicht gecheckt haben, ich spiele nicht selber übrigens. Möchte ich nur mal am Rande erwähnt haben. Es gibt tatsächlich Leute, die das denken. Ich spiele nicht selber, aber ja, 1:0 für Fürth. Und das fängt doch schon mal gut an. Boah, Alter, nächste gefährliche Chance für Fürth. Richtig gefährlich war das. Kann man machen. Den haben wir, fausten wir beziehungsweise halt einfach nur weg. Gefahr leider noch nicht bereinigt. Nein, wir stehen richtig schlecht und ich komme nicht vom Fleck weg. Das war ultra mein Fehler. Was habe ich da getan? Oh mein Gott. Hier hätte ich weiter nach rechts gemusst, jetzt. Und ich habe es nicht geschafft. Und dann weiter. Oh mein Gott. Was habe ich da gedrückt, dass der so langsam gelatscht ist, Alter? What the fuck? Also ich wollte halt nach rechts, aber er ist irgendwie nur so komplett langsam gelatscht. Ha, naja, 1:1. Darf uns nicht nochmal passieren. 2:1. Jawohl. Keitaruel. Tut meinen Fehler ausbaden. Hol uns die Führung zurück. 2 beziehungsweise wieder 3 Minuten nach dem Treffer der Gegner. Mit Torhymnen weiß ich nicht, wie es aussieht. Wenn ich was finde, werde ich das natürlich einfügen. Aber ich weiß nicht, ob ich zu der Mannschaft was finde. Zu Fürth finde ich was, aber wir spielen ja auswärts. Und ich weiß nicht, ob ich zu der anderen Mannschaft was finde. Muss ich mal gucken. Ja. Läuft. Die Fürther haben heute anscheinend Blut geleckt. Beziehungsweise sind die Gegner wahrscheinlich einfach nicht so krass. Ja, natürlich schlecht, wie ich da den einzigen Schuss nicht gehalten habe und ich mich da ultra zum Affen gemacht habe. Also ich habe mich echt blöd angestellt. Ja, naja, weiter geht's. So, das war's auch mit der Nachspielzeit. Die erste Halbzeit ist rum. 2:1, 3 Tore in einer Halbzeit. Nicht übel. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass ich mich, wie gesagt, nicht so blöd anstelle. Jetzt auch nicht entgegen der Sonne. Es lag 100% daran. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, macht so weiter. Macht noch 1-2 Tore da vorne. Ich probiere nichts mehr reinzulassen. Dann passt die Sache. Kommt vielleicht hier direkt. Oh, der Torwart hat gehalten. Jetzt aber. Jetzt sitzt er. Jetzt sitzt er, jetzt ist er drin. 1:3. In der 51. Spielminute. Was ist denn mit Fürth los? Was ist denn mit Carsten los? Nein, was ist denn mit Fürth los, Alter? Ach du Scheiße, läuft doch. Also ich glaube, ich muss nichts umstellen in den Einstellungen. Ich habe keine Ahnung, wie stark der Gegner ist. Kein Plan. Ob das einfach nur ein echt schwacher Gegner ist oder keine Ahnung, was gerade los ist. Wahrscheinlich. Sehr stark. Alter, die Fans buhen schon. Die Fans buhen schon, was die Mannschaft hier macht, die Heimmannschaft. Ja, ich weiß wie gesagt nicht, ob die gut oder nicht sind. Aber Fürther spielen auf jeden Fall nicht schlecht. Ballbesitz ausgeglichen. Aber der Rest passt. Und das nächste Tor. Ha, fuck. Ma, was soll ich dazu sagen? Gar nichts am besten. Im ersten Spiel so stark. Im zweiten lasse ich schon extrem nach. Ja, gut, im ersten Spiel waren halt aber trotzdem halt nicht so die krassen Sachen wie hier. Also die Mannschaft kommt sehr, sehr selten. Dass ich dann, wenn sie kommen, eben gar nicht halt, ist natürlich absolut scheiße. Aber gut, ich habe ja mein Bestes gegeben, muss ich ja sagen. Also
Ich habe gesehen, die Flanke kommt, bin in die Mitte gerannt, habe springen gedrückt, Hechtsprung gemacht und ja, bin halt einfach nicht hingekommen. Machst du nix. Naja, noch 3 Minuten. Zum Ausgleich lasse ich sie jetzt aber nicht kommen. Bin ich der festen Überzeugung von, auch wenn sie gerade schon wieder in dem Angriff sind. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Den hole ich mir. Das machen wir jetzt auf keinen Fall. Weil Fürth ja 3 Tore gemacht hat und echt gut gespielt hat. Da will ich sie natürlich mit 3 Punkten auch belohnen. Und nicht ich hier der Schuldige sein, der hier, weil er nicht hält, alles verkackt. Fürth hat gewonnen, auch wenn am Ende doch knapper als gedacht. Ich habe mit einem 4-1 oder so gerechnet. Ja, einer gefangen, einer pariert, 2 Tore kassiert. Kann man sich drüber streiten, ob das gut oder nicht gut ist. Aber wir haben auf jeden Fall gewonnen, haben 3 Punkte, das war's von der ersten Folge. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, schaut bei den anderen Sachen vorbei, Trainerkarriere, bla bla bla. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, abonniert es kostenlos, ihr wisst Bescheid, haut rein. Bis dahin, ciao, ciao.